Andi Schmid. Seit Jahren das Schweizer Markenzeichen im Ausland. Seit 5 Jahren ist er MVP der Bundesliga. Der Exot aus der Schweiz bekommt nun immer mehr Gesellschaft von Landsleuten. Es ist äußerst erfreulich, vielleicht auch nicht so, so zu erwarten gewesen in den letzten paar Jahren, dass es jetzt so schnell geht auf einmal. Hat sich sicherlich ein bisschen verändert, die Leistungsbereitschaft vielleicht auch von den Jungen. Wir haben eine Generation, die wirklich Wett auf den Handball setzen. Wir haben sicherlich auch eine höhere Akzeptanz im Ausland, in der Bundesliga als Schweizer. Und darum schauen die ausländischen Vereine, speziell die Bundesliga, schauen natürlich jetzt auch mittlerweile in die Schweiz. Der neueste Transfer ist jener von Lukas Meister. Der verteidigungsstarke Kreisläufer schließt sich nächste Saison GWD Minden an. Damit wird er der 8. Schweizer in einer ausländischen Top-Liga. Ja, ich denke, es ist sicher in eine grössere, neue Liga zu wechseln, sich dort etablieren wollen, auch durch das ja, sag mal, persönlich weiterzukommen und einfach ja, wieder weiterhin Fortschritt zu machen. Weil eben in der Schweiz ist es halt eher eine kleinere, überschaubare und nicht ganz so eine kompetitive Liga. Und da sieht man auch immer wieder die gleichen Gesichter, spielt immer wieder die gleichen Mannschaften und das sind ein Stück weit auch immer die gleichen Reize, die da gesetzt werden. Und jetzt gilt es halt eben, sich in einer grösseren, markant besseren Liga zu behaupten und ja, darauf freue ich mich. Meister hat die Handball-Academy in Schaffhausen durchlaufen, eine Institution, die 2011 ins Leben gerufen wurde. Geführt wird diese durch Michael Sutter. Sutter ist inzwischen selber vom Nachwuchs zum Nationaltrainer aufgestiegen. Dass wir jetzt nach quasi 6 Jahren Betrieb schon so viele Spieler haben, die eigentlich wirklich schon gut geworden sind. Wir haben jetzt 15 Spieler in der Nazi A, die spielen. Wir haben jetzt ca. 7, die schon gar in der Nationalmannschaft spielen können. Und wie gesagt, mit dem Lukas jetzt der Erste, der in die Bundesliga geht. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Auch international gesehen, nicht von anderen Akademien in anderen Ländern. Das ist die 96er-Generation, sag ich mal, mit dem Rötlisberger, einem Rubin, einem Meister. Da hat er gewusst, dass die körperlich einiges mitbringen. Und jetzt ist es sicher auch so, dass die Jungs schon noch einen anderen Fokus vielleicht haben als gewisse Generationen vorher, dass da mehr hat, die wollen und wirklich den Weg gehen wollen, die auch erfolgreiche Junioren gespielt haben in all diesen grossen Anlässen. Ja, von dem her ist es eine gute Entwicklung, also dass die nationale Liga stärker wird mit vielen jungen Spielern, die noch da sind, aber auch solche, die dann einen ganz grossen Schritt wagen ins Ausland. Für viele eine Signalwirkung hatte Samuel Rötlisbergers Wechsel. Er schloss sich vor der letzten Saison dem TBV Stuttgart an und besuchte während der WM-Pause mit seinem Team die alte Heimat. Aber sonst habe ich mich richtig gefreut, hier mal wieder in Bern zu sein, meine alten Teamkameraden gesehen. Rötlisberger wagte den Sprung, weil er ehrgeizig ist. Ja, das Gefühl für mich, ist das vor allem möglich, wenn ich mal in einer anderen Liga spiele. Ich mal nicht daheim, wo ich alles habe, um mich herum, wo ich alles kenne, sondern einfach mal ins kalte Wasser geschossen werden, etwas völlig Neues kennenlernen. Ja, und ich sage, das ist immer noch genau gleich, von Spiel zu Spiel. Ich muss jedes Spiel parat sein, wo ich die besten Spieler der Welt spielen kann. So denken die Schweizer Handballer der neuen Generation und sind genau die Vorbilder, die es braucht. Denn mit der richtigen Haltung, viel Beharrlichkeit und auch immer der nötigen Prise Glück stellt sich irgendwann der Erfolg ein.